Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns alle Hauptberufe sowie deren Veränderungen in Wrath of the Lich King an. Wir gehen mit Absicht nicht extrem ins Detail, da wir euch vor allem die größten Vorteile und Einzigartigkeiten der jeweiligen Berufe aufzeigen wollen. Eine der größten allgemeinen Änderungen ist die, dass die meisten herstellbaren Items beim Anlegen gebunden sind. Dadurch ist es nicht mehr so wichtig, dass zum Beispiel nur Stoffrüstungsträger Schneider sind oder Plattenträger Schmied. So gut wie alle blauen und epischen herstellbaren Gegenstände können gehandelt werden. Natürlich gibt es aber auch Ausnahmen. Jeder Herstellungs- und Sammelberuf gibt euch zudem einen bis mehrere starke Vorteile, die ihr nur mit diesem Beruf bekommt. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Viel Spaß! Bergbau. Ihr kombiniert diesen Beruf am besten mit Schmiedekunst, Ingenieurskunst oder Juwelierskunst, da ihr hierfür auch die benötigten Erze und Steine abbauen könnt. Andernfalls könnt ihr die Materialien extrem gut verkaufen und eine Menge Gold damit machen. Vor allem am Anfang, da viele vermutlich zwei Herstellungsberufe wählen werden. Dazu aber später noch mehr. Ab Wrath of the Lich King gibt es die neuen Erze Kobalterz, Saroniterz und Titanerz. Diese können natürlich alle wieder eingeschmolzen und Barren daraus gemacht werden. Mit Wrath of the Lich King kommen zudem die schon angesprochenen Berufsvorteile ins Spiel. Als Bergbauer bekommt ihr hierbei die passive Fähigkeit Zähigkeit, welche euch mehr Ausdauer gewährt. Diese ist, wenn überhaupt, für Tanks oder PvP-Spieler gut zu gebrauchen, wobei es deutlich bessere Vorteile gibt. Kürschner. Am besten ist der Beruf kombiniert mit Lederverarbeitung. Sonst könnt ihr aber natürlich die Materialien ganz einfach im Auktionshaus verkaufen und solltet damit den einen oder anderen Taler verdienen können. Zudem ist Kürschner der mit Abstand einfachste Sammelberuf zum Skillen, da ihr nicht auf spawnende Erze oder Kräuter angewiesen seid. Hier kommt nun vor allem als Hauptmaterial das boreanische Leder sowie der arktische Pelz ins Spiel. Den Pelz benötigt ihr für die Herstellung diverser starker Items. Ihr könnt ihn außerdem in Dalaran gegen Lederverarbeitungsrezepte eintauschen. Als Berufsvorteil gibt es hier Meister der Anatomie, welches euch mehr kritische Trefferwertung gewährt. Kräuterkunde. Am besten kombiniert ihr diesen Beruf mit Alchemie oder Inschriftenkunde. Auch hier lassen sich sonst die Materialien super im Auktionshaus verkaufen. Vor allem, da mit Wrath of the Lich King bzw. dem Pre-Patch der neue Beruf Inschriftenkunde ins Spiel kommt. Hier gibt es diverse Kräuter wie Goldklee, Talandrasrose, Lichtblüte, Feuerdorn, Eisdorn, Schlangenzunge und vor allem der Frostlotus. Letzteren benötigt ihr für Flask, ähnlich wie noch den Teufelslotus in The Burning Crusade. Als Kräuterkundler bekommt ihr die Fähigkeit Lebensblut, welche euch heilt und unabhängig vom Global Cooldown genutzt werden kann und sogar, wenn ihr unsichtbar seid. Die Höhe der Heilung ist abhängig von eurem maximalen Leben. Schneiderei. Am sinnvollsten kombiniert ihr diesen Beruf mit Verzauberung. Ab Nordend gibt es dann den Froststoff zum Plündern. Ihr benötigt 5 Stück, um daraus einen Froststoffballen zu machen. Als passive Fähigkeit bekommt der Schneider Plündern nordischer Stoffe. Dieses ermöglicht euch zusätzlich Stoffe von Humanoiden aus Nordend zu bekommen. Neben den herstellbaren Ausrüstungsgegenständen hat der Schneider 3 einzigartige berufsspezifische Umhangverstärkungen. Das hellleuchtende Garn gewährt euch eine Chance beim Wirken von Zaubern für 15 Sekunden mehr Zaubermacht zu bekommen, das dunkelglühende Garn die Chance Mana wiederherzustellen sowie das Schwertwall Garen, welches euch die Chance verleiht, bei Nahkampf- oder Distanzangriffen für 15 Sekunden mehr Angriffskraft zu bekommen. Außerdem könnt ihr euch ein Mount in Form eines fliegenden Teppichs sowie einen eigenen Zauberfaden für die Hose herstellen. Der Zauberfaden ist billiger herzustellen als der herkömmliche und kann nur von euch selbst verwendet werden. Lederverarbeitung. Am sinnvollsten kann man diesen mit Kirschen verbinden, da er so unabhängig vom Auktionshaus bzw. einem Twink mit besagtem Beruf ist. Als einzigartige Fähigkeit hat der Lederer die Herstellung von speziellen Pelzbesätzen für seine Armschienen. Hier gibt es die Version mit Ausdauer, Zaubermacht und Angriffskraft. Darüber hinaus gibt es noch weitere mit jeglichen Widerstandsarten. Zudem kann er sich wie auch der Magier mit dem eigenen Zauberfaden die Verstärkungen für die Beine deutlich günstiger herstellen. Des Weiteren kann er die Trommeln der Wildnis, welche für den kompletten Raid Gabe der Wildnis bufft, sowie Trommeln der vergessenen Könige, welche dem Paler buff den Segen der Könige verteilt. Diese sind extrem mächtig, solltet ihr keinen Paladin oder Druiden im Raid haben. Die alten Trommeln der Schlacht funktionieren zudem nicht mehr auf Spieler über Level 70. Eine neue Version davon kommt auch nicht ins Spiel. Schmiedekunst. Am sinnvollsten mit Bergbau kombinierbar. Dadurch seid ihr auch hier nicht vom Auktionshaus oder einem Twink abhängig. Am besten jedoch mit Juwelierskunst, dank der stärkeren Gems. Hier könnt ihr wie auch schon damals diverse blaue und epische Gegenstände herstellen. Als Schmied habt ihr zudem den einzigartigen Vorteil, dass ihr euren Armschienen sowie euren Handschuhen einen zusätzlichen Sockel verpassen könnt. Fügt dort 2 starke Gems ein und ihr habt auf jeden Fall einen schönen Startvorteil. Außerdem kann er mit der ewigen Gürtelschnalle auch seinem Gürtel einen weiteren Sockel hinzufügen.
Das ist allerdings nicht an den Schmied gebunden und kann sogar im Auktionshaus verkauft werden. Es gibt zudem keine Wetzsteine mehr. Die bisherigen könnt ihr nur noch auf Waffen unter einem Item-Level von 165 anwenden. Die Juwelierskunst, am sinnvollsten mit Bergbau kombiniert. Dadurch seid ihr unabhängig von einem Twink, welcher für euch die Haare schwingt, bzw. müsst nicht Unsummen im Auktionshaus ausgeben. Am besten jedoch kombiniert mit Schmied, dank den beiden extra Sockel. Als Juwelenschleifer bekommt ihr Steine, welche nur ihr in euren Equipment sockeln könnt. Diese sind von ihrem Werten ca. 25% besser als die normalen. Hier gibt es welche mit Angriffskraft, Ausdauer, Stärke oder auch Zauberschaden. Zusätzlich gibt es eine Quest, die euch nach Beenden eine neue passive Fähigkeit namens Edelsteinperfektion gewährt. Dadurch entsteht die Chance, seltene Edelsteine zu perfekten Edelsteinen zu schleifen und die Stats des Steins zu erhöhen. Das funktioniert allerdings sehr wahrscheinlich nur mit den Steinen der seltenen Wertigkeit oder farblich gesehen grün. Außerdem kann er sich selbst ein paar Gegenstände herstellen, welche beim Aufheben gebunden sind. Zusätzlich kommen neue Meta-Gems für den Kopf ins Spiel. Wir verlinken euch diese in der Beschreibung. Inschriftenkunde, der neue Beruf aus Wrath of the Lich King. Am sinnvollsten mit Kräuterkunde kombiniert, da ihr die gefundenen Kräuter malen könnt und daraus Pigmente entstehen. Die Pigmente benötigt ihr dann für Inschriftenkunde. Herstellen könnt ihr unter anderem klassenspezifische Glyphen und diverse Schriftrollen zum Buffen, aber auch Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel eine Schildhand oder Dunkelmond-Jahrmarktkarten. Erwähnenswert sind hier noch die Rüstungs- und Waffenpergamente, mit denen Verzauberer ihre Verzauberungen auf Papier bringen und diese anschließend ganz einfach verkaufen können. Als berufsspezifischen Bonus haben die Inschriftenkundler die Schulterverzauberungen. Vergleichbare gibt es erst ab der Rufstufe Ehrfürchtig bei den Söhnen von Hodir. Eine Version schlechter, allerdings schon ab Wohlwollend. Alchemie. Am sinnvollsten mit Kräuterkunde. Dadurch seid ihr unabhängig von einem Twink und eurem Geldbeutel. Dieser kann wieder einiges an Elixieren, Tränke und Flask herstellen, welche jeder Spieler für seinen Raid gebrauchen kann. Mit Wrath of the Lich King wurde die Trankübelkeit eingeführt. Das bedeutet, ihr könnt pro Bosskampf nur noch einen Trank schlucken. Zudem habt ihr die Möglichkeit, mit der alchemistischen Forschung aus Nordend alle 3 Tage neue Rezepte zu erlernen. Dafür werden allerdings einige Kräuter benötigt. Als berufsspezifischen Bonus habt ihr hier das passive Talent Mixologie. Dieses erhöht die Dauer um das Doppelte sowie die Werte des eingenommenen Fläschchens bzw. dem Trank. Außerdem gibt es diverse einzigartige Items wie den Alchemistenstein, der die Effektivität von Mana und Heiltränken erhöht, oder eine abgeschwächte, nicht verbrauchbare Flask namens Fläschchen des Nordends. Dasselbe gilt für den Trank des wahnsinnigen Alchemisten. Vergesst zudem nicht, dass eure Spezialisierung aus The Burning Crusade weiterhin funktioniert. Meister der Transmutation, Meister der Tränke oder eben Meister der Elixiere. Ingenieurskunst. Am sinnvollsten mit Bergbau, da ihr die Erze und Steine benötigt und sie dadurch nicht selbst kaufen müsst. Als Ingenieur habt ihr dutzende einzigartige Vorteile. Fangen wir an mit den Saronitbomben, welche ihr unabhängig von eurem Global Cooldown benutzen könnt, um euren Schaden zu maximieren. Molly, einen mobilen Briefkasten, den ihr euch beschwören könnt. Eure epischen Brillen, wie man sie noch aus The Burning Crusade kennt. Chiefs, einen Butler-Roboter, der euch Zugriff auf die Bank gewährt und bei dem ihr reparieren sowie Reagenzien kaufen könnt, ebenfalls von überall beschwörbar, sowie Zugriff aufs Auktionshaus durch Reginald Bogenfeuer. Hier müsst ihr sonst immer zurück in eine eurer Hauptstädte reisen. Zum Schluss noch ein Chopper-Mount, welches ihr euch bauen könnt, und viele weitere nützliche und spaßige Gegenstände. Als berufsspezifische Vorlage hat er zudem diverse Ausrüstungsverbesserungen für den Umhang mit Zaubermacht oder Beweglichkeit, welcher allerdings nicht mit dem Schneider-Upgrade stackt, sowie einen integrierten Fallschirm. Für den Gürtel auslösbare Bomben, die Schaden verursachen, für die Handschuhe Rüstung, einem aktivierbaren Tempo-Boost oder einen Raketenwerfer, sowie für die Schuhe den Nitro-Booster, welcher euer kritische Trefferwertung sowie euer Lauftempo für 5 Sekunden erhöht. Jegliche Verbesserungen ersetzen allerdings eine Verzauberung. Verzauberkunst. Am sinnvollsten kombiniert mit der Schneiderei, wobei es auch hier wieder auf euer Gold sowie eure Twinks ankommt. Dank den Waffen und Rüstungspergamenten vom Inschriftenkundler könnt ihr nun eure Verzauberungen ganz einfach handeln und sogar im Auktionshaus verkaufen. Dadurch bleibt euch die Kaltakquise im Handelschat erspart. Zudem gibt es dutzende neue Verzauberungen, wie zum Beispiel für euren Stab plus Zaubermacht oder Waffenenchants, die temporär eure Parierwertung sowie Tempowertung erhöhen. Wir haben euch mal eine Liste mit allen neuen Verzauberungen in die Beschreibung verpackt. Als berufsspezifischen Bonus haben die Verzauberer weiterhin ihre Ringverzauberungen. Hierbei könnt ihr beide Ringe mit mehr Zaubermacht, Angriffskraft oder Ausdauer erhöhen. Das Zauberöl ist jetzt zudem Geschichte. Das alte könnt ihr nur noch auf Waffen anwenden, welche einen Item-Level unter 165 aufweisen.
Was sind aber nun die besten Berufe? Derjenige, welcher euch persönlich am meisten zusagt und der euch am meisten Spaß macht. Vor allem mit Farmberufen könnt ihr etliches an Gold verdienen. Wenn ihr jetzt aber probiert, das Allerbeste aus eurem Charakter rauszuholen, werdet ihr vermutlich nicht über zwei Herstellungsberufe hinwegkommen, da die berufsspezifischen Vorteile gegenüber den Sammelberufen einfach deutlich besser sind. Hier sind vor allem Ingenieurskunst, Schmiedekunst sowie Juwelenschleifen zu empfehlen, da ihr mit diesen am meisten Flexibilität genießt. Schnell mal einen Sockel mit einem gewissen Gem oder eine der vielen Verstärkungen ändern zu können, ist definitiv nicht ohne. Aber auch die anderen Herstellungsberufe sind spitze. Wie am Anfang schon erwähnt, sind so gut wie alle Gegenstände beim Anlegen gebunden, weshalb man bei den Berufen eigentlich nur auf die berufsspezifischen Vorteile schaut. Einzelne Gegenstände wie der Schmuck für den Palatank mal ausgenommen. Schaut hierzu auf jeden Fall frühzeitig in eure Bissliste der jeweiligen Phase, um nicht spontan feststellen zu müssen, dass nicht doch der ein oder andere Beruf sinnvoller wäre. Die Items halten sich aber wie erwähnt in Grenzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch super gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.